Hallo zusammen! So, die Woche der Foto-Challenge. Wow! Heute Thema Eingänge und Türen, glaube ich. Und ich bin ja, wie ihr unschwer seht, bei Angie. Und in Steinheim habe ich so zwei Türen im Kopf, wo ich denke so, ja, die wären es wert zu fotografieren. Dann werden wir jetzt mal hinmarschieren und schauen, ob ich sie auch schön fürs Bild einfangen kann. Nehmen wir euch mit. Ne? So, dann sind wir quasi gleich an Punkt 1 angekommen. Juhu! Schauen wir mal. Tür Nummer 2 ist hier eingelassen. Ich muss jetzt nur mal gucken, hier, meine ich. Ich muss jetzt nur mal schauen, von welcher Seite es. Definitiv von der Seite. Na gut, machen wir mal das Foto. Zwei Bilder im Kasten. Jetzt muss ich nur zu Hause dann gucken, wenn ich sie in mein Lumina reingeschoben habe, welches denn so nach dem Entwickeln dann schöner aussieht. Ich bin sehr gespannt. Haben beide Türen natürlich was. Aber wir sehen uns gleich am Rechner wieder. So, ich sitze hier am Rechner und bin eigentlich hier in Lumina. Ich habe zwei Fotos jetzt durchbearbeitet, die ich echt gut finde. Und ich kann mich nicht entscheiden. Es ist so schwierig, wie beim letzten Mal. Die Entscheidung, welches Foto man letztendlich nimmt, ist so hart. Vor allem, warum habe ich denn zwei Türen fotografiert? Ich hätte es mir viel einfacher machen können. Naja, gut. Ich werde jetzt einfach eins aussuchen und das werde ich euch jetzt einblenden. Hier. Ja, Entscheidung ist mir denkbar schwer gefallen. Im Moment, wo ich das sage, habe ich die Entscheidung noch gar nicht getroffen. Aber ihr seht jetzt eins von den beiden Bildern. Viel Spaß damit. Ihr findet das auch auf Insta. Und schaut mal bei Insta unter dem Hashtag, weil es sind ja doch einige, die mitmachen. YouTube, ich weiß nicht, kann man auf YouTube auch nach dem Hashtag suchen? Ich glaube schon. Also sucht einfach. Ich glaube, wer macht denn alles mit, außer Alltagsvlog und mir? Bela44 weiß ich mit Sicherheit. Und dann ist noch einer aus Johannes Motorradblase, der macht auch mit. Ich bin begeistert. Gut, das war Tag 1 der Foto-Challenge und ich bin gespannt, wie die Woche weitergeht. Ich muss gleich mal gucken, was morgen für ein Thema dran ist. Wir sehen uns morgen. Bis denn. Ciao.